Nichts ist geworden mit der Trainingseinheit auf dem Fußballplatz heute für die Fußballer des TSV Steinbach-Haiger. Stattdessen machen die Jungs Tempoläufe hier am Flussufer bei ungemütlichem Wetter. Es regnet, es ist windig, aber heute Mittag kam richtig viel Wasser vom Himmel und dementsprechend sind die Plätze unter Wasser nicht bespielbar. Deswegen diese Laufeinheit hier unter Leitung von Fitnesscoach Alex Ryan. Aber für die Jungs gehört sowas natürlich auch dazu, auch wenn es unangenehm ist. Ob morgen das Testspiel stattfinden kann, das für 15 Uhr türkischer Zeit, 13 Uhr deutscher Zeit angesetzte Spiel gegen AC Pelikan aus Gabun stattfinden kann, das ist im Moment noch unklar. Auch das aufgrund der Witterungsverhältnisse. Kann gut sein, dass die Plätze hier auch morgen nicht bespielbar sind. Wir werden euch dann informieren, sollte das abgesagt werden. Außerdem gibt es noch eine Frage von Timo Dornhöfer, die hat er an uns gerichtet. Vielen Dank dafür. Ob denn alle Mann an Bord sind? Leider nein. Es fehlen zwei Spieler, nämlich Benjamin Kirchhoff und Nino Miotke. Bei Benny Kirchhoff sind weitere Untersuchungen nötig im Anschluss an diese Covid-19-Erkrankung, die er hatte. Wir wünschen Benny auf diesem Weg erstmal alles Gute und hoffen, dass er so schnell wie möglich dann wieder einsatzfähig ist. Und Nino Miotke, da gibt es gute Nachrichten, der wird morgen hier in Belek erwartet. Er fliegt dann nach Antalya und ist dann morgen früh bei der Mannschaft. Auch auf Nino freuen wir uns und ja, wir wünschen euch in Deutschland oder wo immer ihr uns zuschaut noch einen schönen Abend. Hoffentlich habt ihr besseres Wetter und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann.